Der erste FC Nürnberg hat ein 2-2 beim Hamburger SV geholt. Dieter Ecking, selbst mal Coach beim HSV gewesen, sagt, der HSV zählt weiterhin zu den Aufstiegskandidaten. Komischerweise hat er sie vor der Saison nicht zu den Top-Favoriten gezählt. Jetzt sagt er aber, dass 7 bis 8 Teams die Chance haben, aufzusteigen. Siehst du das auch so? Lasst uns diskutieren.